Sind wir hier. Die Lumpen in Steiermark. John. Du musst gesund werden, John. Wenn es dir besser geht, wir zusammen zur Schule gehen und zusammen Earthbound spielen. Und dann, John, dann gehen wir in die Oberfläche. Nur du und ich. Wow, das wird auf, oder? John? Den über ich selbst ist. Keine Sorge, meine Liebe. Ich bin nur wegen John hier. Sieht nicht so schlecht aus. Hier dachte ich, du wärst mir verletzt. Du, ich hab dich immer gemocht, John. Nein, wirklich. Du bist, wie soll ich sagen, ein Arbeitstier. Du musstest einfach dahin gehen, oder? Es wird zur Oberfläche, weißt du das nicht? Nicht deine Chatty Cathy. Hast du irgendeine Ahnung, Mädchen? In welche Position mich das bringt? Hast der Bürgermeister sehr schlecht aussehen lassen? Und wenn der Bürgermeister schlecht aussieht, macht es ihn sehr böse? Wie sollen wir das gerade biegen, hm? Wir haben nichts Falsches getan. John hat all die Monster da drin vernichtet. Oh, hat er das? Beeindruckend, John. Sehr beeindruckend. Weißt du, das erinnert mich an etwas. Ja, ich weiß den perfekten Ort für euch zwei. Wachen! Sir? Hinter mit euch. Du auch. Und Ruhe. Danke, der Meistermann hat dich da drin. Das jetzt gehört. Haunst, ich sag's euch. Meine Knochen erschütten wie unser Bürgermeister Hoffmann. Ich kann nicht mal halb so furchterregend drin schauen. Selbst in den schlimmsten Tagen. Er hat sich wohl direkt eingepisst. Genug. Es ist fast Zeit für die Verbannung. Geh und bereite es vor. Yes, Sir. Hier, ich muss bitte mal verschwinden. Braucht ihr noch etwas? Ich will ein bisschen. Oh! Sir? Ja, proben! Proben? Was will er proben? Oh! Verschont mich, bitte, verschont mich, Mr. Bürgermeister, Sir! Alle Hoffnung, hier zurückzukommen, ab. Bin gekommen, um euch zur Welt da oben zu führen. Das, was euch jetzt erwartet, ist Dunkelheit, Höllenfeuer. Bittere Kälte. Eure Füße werden nicht länger dem geluten Land treten. Nein. Und
Doch in Schritten soll nichts als Gift liegen. Der mühsartige Griff. Dies endlosen Unten. Miasma. Ganz schön dramatisch, die Type, ne? Wie war es? Es war... Ja. Meine Beine zittern immer noch. Gut. Ja, ein bisschen Übung kann schon effektiv sein manchmal. Ich frage mich immer noch, warum der dieses Theater hier aufführt. Ich meine, hat der Angst, dass ihm sonst alle abhauen? Könnte auch raufgehen. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Jetzt? Einfach warten, oder wie? Nur mit John reden. Hat nichts zu sagen. Stopp! Hä? Was ist das für eine Type? Öffne ich mein Bild an. Hä? Wer bist du? Sei nicht so überrascht. Ich bin's, Jasper, die One-Man-Show. Leibhaftig. Schockiert. Man-Show? Okay, was ist das? Sag mir nicht. Oh. Die Leute haben mich schon vergessen. Wie auch immer. Das ist dein Baby. Sieh dich wie ein Baby aus, nicht? Goldene Augen wie Spotlights. Die das Verbrechen in der Dunkelheit erhellen. Versuch nicht mal das zu übersetzen. Fresh Blood, a vivid taste. Das Blut. Liebendes Testament. An den Kampf, der sich zugetragen hat. Niemand anderer denn als Earthborn, der Nightstalker. Okay. Earthborn. Das ist auch Earthborn. Möglich. Das ist so cool. Ist Earthborn auch? Es ist nur mein Favorit. Kann nicht ziehen. Ja, geht's nicht. Was wiegst du? 1000 Pfund? Was hast du gesagt? Hä? Karotta? Das Karotta-Stimme. Sam! Wie ist da drin? Sie haben euch nicht entdeckt, oder, Jungs? Sam ist da drin? Au! Das ist mein Kopf! Entschuldigung. Mach schon schneller. Sam! Bigger sagt, er will dir etwas geben. Ist ein eine Glücksmütze. Gehörte meinem Vater. Vielleicht nützt es dir. Wie soll ich jetzt da reinkriegen? Ich weiß nicht, das Gitter werfen? Verdammt, es ist Captain Tiger. Lauft! Du Idiot, lass es mich tun. Wo ist das jetzt hingeflogen? Ah! Nightstalker. Ausgang? Hinter den Plakaten? John!
Schau mal, John, schau, da ist ein Loch. Den Münzschlitz verstecken. Glücksmütze. Wir haben eine Glücksmütze. Oh. Dann, schau mal, John, schau. Wartet auf mich. Gar nicht zweideutig. Nee. Ist das Ort, Jasper? Ihr? Ich darf nicht sagen, dass ich es weiß. Aber jede Nacht würde ich die seltsamsten Geräusche von hier hören. Würden so laut werden, dass ich meinen Night Stalker bräuchte, um es zu blocken. Night Stalker. Lass uns erkunden. Ist nie. Vielleicht führt es nach draußen. Danke. Nein, danke. Ja. Schade. Dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Vielleicht sollten wir eine Höhle nach der anderen. Vielleicht ist es unsere Chance auszubrechen. Erstmal schauen. Wir hatten noch. Können wir noch kochen? Wie wär's mit Pilzen? Was ist das überhaupt? Steam Peppercorn. Ah, das ist Bonus-Dings. Moment, das hatte ich mir erst noch. Kartoffeln. Und Sandroop. Fisch, Tomate. Hochsalat. Fisch mit Tomatensauce. Ja. Also. Kann ich nicht abstreiten. So. Hey, hier können wir es nur wieder speichern. Es sind nur Geheimnisse, weil du sie weißt. Ja, was? Ich mag Tomaten. Oh! Was fällt dir ein, uns hier einfach so auf den Schädel zu fallen? Oh, wir haben ein Ei gefunden. Deal. Wir haben erst heute wieder Bolognese gemacht. So. Achso, das war... Ah, okay. Verstehe. So. Ganz ran damit. Oh. Hau! Und erstmal auf der anderen Seite in den Dampf gelaufen. Direkt wieder verbrüht. Ach, toll. So oft esse ich jetzt auch wieder nicht. Aber es passt halt zu vielen Sachen dazu. Schaut aus, was, wenn es jetzt an mir liegen würde. Okay, mit Q zwischen beiden umschalten. Ja.
Mit ihr die Blümchen weg und mit ihm die Gegner vermöbeln. Und wir hier rein? Nein, uns fehlt noch der Schlüssel. Hier können wir mal Dampf abdrehen. Okay, wir können den Dampf umschalten. Hier blockieren. Alles klar. Wir machen den Weg frei. Da findet sich schon der Schlüssel. Komm schon. Geh rum hier. Ah ja. Einmal hier. Besam, öffne dich. Kistchen, schiebe dich. Alles überall rumsteht. Dampfleitungen, Baumaschinen. Oh, schaut nicht so aus, als ob wir da durch könnten. Was ist mit den ganzen Dampfdüsen hier? Auch eine gute Frage. Ja, das wären wir jetzt fast nochmal reingelaufen. Bomben, schön, wir hatten ja keine mehr. Schlägt unser Radar wieder an. Was ist hier? Keine Ahnung. Wo vielleicht? Ja! Hier, eine bombenaktivierte Tür. Nee. Okay, doch, draufschlagen hätte gereicht. Toll. Bombe verschwendet. Aber hier brauchen wir die Bombe. Nee! Zu langsam. Jetzt habe ich keine Bomben mehr, verdammt! Ah. Bomben wieder aufgefüllt.
Wie soll ich da so schnell rüberkommen? Jetzt aber. Nee, ich will nicht ins Menü. Wäre vielleicht einfacher gewesen, aber es ist sicher jetzt ausgegangen. Geht's da vielleicht hinter den Pflanzen weiter? Ist ja irgendwas. Ja! Dachte ich mir doch. 50 Salz. Natürlich gerade, dass die respawn, dass wir wieder durchkommen. Erstmal ein bisschen Futter reinhauen hier. Au. Ja, so viel dazu. Futter reinhauen. Direkt wieder den Schaden einsammeln. Hier stehen sie still, das heißt, da müsst ihr wahrscheinlich manuell weiterschalten. Yep. Ihr schaltet dazu den. Hier brauchen wir den Schlüssel. Komm. So, hier. Ne, schon wieder am falschen Knopf. So. Und so. So kann man hier doch draufhauen. So. Dampf ab. Hier, dann noch mal hier. Ah, alles klar. Wieder eine neue Art von Käfer. Jetzt reicht's mir langsam mit dem Kriechtiergekrabbel. Und das gleiche nochmal retour. Passt. So. Wieder falscher Knopf. Genau. Den wieder umschalten. Jetzt geht's hier auch weiter. Schau, wie weit, dass wir hier noch kommen. Ob die oben im Gefängnis schon überhaupt überrissen haben, dass wir gar nicht mehr in der Zelle hocken? Immer diese Dinger sind, das hat sicher was mit dem komischen Brot hier zu tun.
Komm, hilf doch mal. Da kommt irgendwo Licht rein. Soll das hier? Fieses Getier! Denk ich auch noch ein besetztes Ei? Das lassen wir hier natürlich nicht übrig. Wahrscheinlich ist das irgendwo da hinten, wo das Radar anschlägt. Komm. Ich will aber auch immer wieder E drücken. Nicht mit mir, Krabbeltier. Bean Peppercorn, dreimal. Rief man dann doch, no I in team. Ist da drin? Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Indem wir erstmal die hier platt machen. Au! Sobald man die Tasten überlegt, drückt man sich in umgekehrt. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht. Das scheint es gewesen zu sein. Great! Du hast 4 Hard Orbs gesammelt. Pause! Maximale Lebensenergie erhöht. Und gleich auch noch aufgefüllt. Wieder so ein Vermöbelschalter. Okay, der aktiviert diese Tür. Aber viel zu kurz nur. So Steine mit der Pfanne wegschlagen? Hier? Sowas kann ich wegschlagen. Aber so durch die Wand geht nur an vordefinierten Stellen. Aber ich kann die Pfanne durch die Tür halten.
Hallo noch.